Wir fahren fort mit unserer Predigtserie über den ersten Brief des Apostels Petrus. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu 1. Petrus Kapitel 2. Der erste Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 9 bis 10. Und hier heißt es in Gottes ausgehauchten Wort: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir kommen erneut zu dir und bitten dich um Barmherzigkeit, dass du uns erbaust, dass du uns festigst und stärkst, dass wir leben, wie es dir gefällt, dein Leben führen, das dich ehrt und verherrlicht. Und so sprich zu uns durch dein Wort. Wir bitten um Barmherzigkeit in Jesu Namen. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Im Jahre 2004 wurde in den USA ein 50-jähriger Mann gefunden, bewusstlos und mit Verletzungen hinter dem Gebäude einer Fastfood-Kette. Und das Erstaunliche dabei war, dass als dieser Mann erwachte, er sich an nichts mehr erinnern konnte. Er wusste weder, wer er ist, noch woher er stammt. 50 Jahre Erinnerung waren einfach weg. Er verlor einfach seine Identität. Und die ganze Suche nach seiner eigentlichen Identität blieb erfolglos. Er hatte auch keine Sozialversicherungsnummer, sodass er dann letztendlich, weil er sich an nichts erinnern konnte, obdachlos wurde. Und erst 11 Jahre später, im Jahre 2015, konnte man seine Identität aufklären durch einen DNA-Test. Stell dir vor, du lebst, aber du weißt eigentlich nicht, wer du bist. Du weißt eigentlich nicht, was du machen sollst und was du eigentlich kannst. Was du die 50 Jahre lang über getan hast. Solche Gedächtnisverlustfälle gibt es hin und wieder mal. Und ich erzähle euch das, weil jeder von uns in der Gefahr steht, unter geistlicher Amnesie, Gedächtnisverlust zu leiden. Gedächtnisstörungen. Ja, vielleicht nicht 11 Jahre, aber vielleicht mal 11 Tage. Vielleicht mal 11 Stunden am Tag oder. Und manchmal ist es schon kritisch, wenn du nur 11 Minuten oder gar 11 Sekunden vergisst, wer du eigentlich bist. Und im Alltag vergessen wir es, da geht es unter und wir leben überhaupt nicht in dem Bewusstsein, was unsere wahre Identität eigentlich ist. Geistliche Amnesie, geistliche Vergessenheit. Und Petrus schreibt uns diesen Brief, um uns unsere geistliche Identität, unsere DNA vor Augen zu halten. Er erinnert uns Christen daran, wer wir in Wirklichkeit sind. Und er ermahnt uns, gemäß dieser wahren Identität zu leben und uns zu verhalten. In seinem zweiten Brief, in Kapitel 1, sagt er, wozu er eigentlich noch hier auf Erden ist. Und er beschreibt, dass er eines vorhat, solange er noch lebt, sie beständig zu erinnern. Sie beständig zu erinnern an die Wahrheit. Er will sie aufwecken, solange er noch lebt. Sie beständig erinnern, dass sie sich all das ins Gedächtnis rufen können, was er sie doch gelehrt hat. Das heißt, der Apostel Petrus sieht es als seine Berufung hier, gegen die Gedächtnisstörungen und gegen den Gedächtnisverlust der Christen zu arbeiten, sie beständig zu erinnern. Und so tut er es auch in unserem heutigen Predigtext. Er erinnert uns an die Wahrheit, und zwar hier, erinnert uns an die Wahrheit über uns selbst, dass wir daran gedenken, wer wir sind, wer wir in Wahrheit sind. Wir wollen uns heute Morgen drei Dinge anschauen, nämlich erstens, wer wir sind,
Zweitens, warum wir sind, wer wir sind. Und drittens, wozu wir denn sind, wer wir sind. Also erstens, wer sind wir, wer wir sind. Schon in den vorherigen Versen hat der Apostel viel darüber geschrieben, wer wir Christen in Wahrheit sind. Und wir haben auch gehört in den Versen zuvor, wie wir nicht sind, Vers 8. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Und nun folgt der Kontrast, Vers 9, ihr aber seid, aber. Das heißt, wir verstehen, wir sind nicht wie die Menschen, die zuvor erläutert werden, wie sie sich verhalten. Sie ärgern sich an Jesus, sie sind ungehorsam. Wir sind nicht wie diese. Ihr aber seid. Ja, aber wie sind wir dann? Was ist unsere wahre Identität? Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Der Apostel Petrus nennt hier vier Ehrentitel für die Christenheit. Vier Ehrennamen für uns Gläubige. Der erste Name, den er hier wählt, ist: Wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Die Auserwählung wird als erstes genannt, denn sie ist der Ursprung, der Beginn aller Segnungen für uns. Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt, weil wir so wunderbar sind, weil wir es verdient hätten. Nun, Petrus greift hier in all den Versen alttestamentliche Sprache auf. Und was er sagt, das sind alles Anlehnungen an verschiedene Verse, zum Beispiel aus 5. Mose Kapitel 7. Da heißt es, ab Vers 6, denn du bist dem Herrn, deinen Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil du mehr wärest als alle Völker, hat der Herr sich dir oder euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Nicht, weil ihr mehr wäret, weil ihr besser wäret, sondern weil ich entschlossen habe, mich euch zuzuneigen und euch meine Liebe zu schenken. Petrus wendet diese Sprache auf die Gemeinde an und wir lernen, Gott hat seine Liebe auf uns gerichtet, seine freie, unverdiente Gnade. Er hat uns erwählt, eben nicht, weil wir so großartig und so liebenswert sind, sondern weil er sich entschlossen hat, uns zu lieben. 5. Mose Kapitel 10, ab Vers 14. Siehe, dem Herrn, deinen Gott, gehören der Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Gott gehört alles. Doch nur deinen Vätern hat der Herr sich zugeneigt, sie zu lieben. Und er hat ihre Nachkommen nach ihnen, nämlich euch, aus allen Völkern erwählt, so wie es heute ist. Unser Gott hat uns erwählt, die Gläubigen, aus allen Nationen, aus der Menschheit auserwählt. Das heißt, er hat uns sich zugeneigt. Er hat seine Liebe ganz unverdient auf uns gerichtet, um uns zu retten. Und dieser Begriff auserwähltes Geschlecht, das ist eigentlich ein Begriff, der aus Jesaja 43 stammt, aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, aus der Septuaginta, die Petrus zitiert. Und dort heißt es, Kapitel 43, ab Vers 3, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich und Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Und dann in Vers 20 heißt es, sie sind mein auserwähltes, und die Septuaginta übersetzt nun, mein auserwähltes Geschlecht, genos elekton, das auserwählte Geschlecht. Verstehst du, Gott hat uns erwählt, er hat dich erwählt und geliebt. Du bist teuer, kostbar, wertvoll in seinen Augen, sodass er Völkerschaften gibt an deiner Stelle. Die Erwählten bilden gemeinsam das auserwählte Geschlecht. Wir bilden die Linie, ein Stamm, die Familie Gottes, eine Spezies, eine Gattung der Christen, geistlich gezeugte Töchter und Söhne Gottes des Allerhöchsten.
Das Geschlecht der Auserwählten hat eine lange Familiengeschichte und wir haben ein ausführliches Familienbuch, damit wir nicht vergessen, wo unsere Familie herkommt und wie unsere Familie lebt. In der Schrift, in unserem Familienbuch, können wir die Familiengeschichte nachlesen, die Chroniken der Erwählten, die Linie der Gotteskinder. Und was uns vereint, ist nicht die Hautfarbe, die Sprache oder irdische Nationalität, Identität und Kultur, sondern Gott hat uns geliebt. Er hat uns auserkoren aus allen Nationen, Kulturen und Hintergründen, um Teil der Familie Gottes zu sein. Und darum, weil wir Teil seiner Familie sind, sind wir ein Königsgeschlecht, ein Adelsgeschlecht, ein Herrschergeschlecht. Die ewige Dynastie des himmlischen Königreiches Gottes. Und das führt uns zu der nächsten Bezeichnung. Ihr seid ein königliches Priestertum. Wiederum ein Zitat aus dem Alten Testament. Und diese nächsten drei Ehrentitel, die hier genannt werden, stammen alle aus einem einzigen Bibelvers. Oder aus zwei in Exodus Kapitel 19, ab Vers 5. Da heißt es, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Ein Königreich, ein königliches Priestertum, ein Königreich von Priestern. Wir haben das ja bereits gehört in Vers 5, wenn wir zurückschauen, 1. Petrus Kapitel 2. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Wir sind ein heiliges Priestertum, ein königliches Priestertum, etwas, von dem ihr wisst, dass es die Offenbarung auch immer wieder wiederholt. Er hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Wir sind königlich. Wir sind Teil der Familie Gottes, des ewigen Herrschergeschlechts. Der Geringste im Reich Gottes ist unendlich bedeutender als die größten Herrscher der ganzen Weltgeschichte. Ja, das königliche oder das englische Könighaus in all seiner Geschichte und all seiner Pracht ist nicht einmal erwähnenswert, wenn du es vergleichst mit dem überaus herrlichen Stand der Kinder Gottes. Wir bilden das ewige Herrscherhaus, eine göttliche Monarchie. Natürlich Christus, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er ist der Alleinherrscher, der Monarch, aber wir teilen das Königtum mit ihm. Wir sitzen gemeinsam mit ihm auf seinem Thron, denn wir sind die Glieder und er ist das Haupt. Wir regieren mit ihm in alle Ewigkeit. Aber inwiefern sind wir königlich? Inwiefern herrschen wir? Nun, wir triumphieren mit ihm. Unsere Familiengeschichte, die Historie unseres Königsgeschlechts, die Chronik unserer Familie ist eine Chronik des Triumphes. Denn wir siegen und wir herrschen über alle Feinde. In Christus, mit Christus siegen wir über die Sünde, über Hölle, über Tod, über Teufel, ja über die ganze gefallene Erde, über alle Feinde, die sich gegen Christus, den König, auflehnen. Sie sind alle zum Schemel unserer Füße gemacht in Christus. Selbst der Satan, der größte Feind, liegt uns zu Füßen. Wir regieren. Wir sind royal, wir sind königlich. Wir sind geschmückt mit königlicher, herrschaftlicher Pracht und Majestät, gekleidet in der Gerechtigkeit Jesu Christi. Er wird uns krönen in Herrlichkeit. Wir werden einziehen in das ewige Königreich Gottes, das wir erben werden. All den Reichtum des ewigen Königreiches Gottes. Und schon selbst, als ihr euch auf den Weg gemacht habt, hier zum Gottesdienst zu kommen, ihr habt es nicht gesehen, aber ihr wart umgeben von unsichtbaren Wächtern der königlichen Leibgarde, die euch begleitet hat, hierher zu kommen. Und sie bilden eine feurige Mauer um uns. Wir sind königlich. Eine größere Erhabenheit und Würde kann einem Menschen nicht zuteil werden. Wir sind Könige, aber wir sind auch königliche Priester. Was ist ein Priester? Nun, eigentlich gibt es eine tiefe Kluft zwischen den sündigen Menschen und den heiligen Gott und Priester sind dazu berufen, zu vermitteln. Sie erscheinen vor Gott für die Sünder, um Fürsprache zu leisten und Opfer darzubringen
Und sie vertreten Gott vor den Sündern, um ihnen zu dienen und an ihnen das zu tun, was Gott verordnet hat. Und nur wenige auserwählte, geheiligte Menschen durften so vor Gott treten als Vermittler. Und selbst der höchste Hohepriester durfte nur einmal im Jahr für eine kurze Zeit in das Allerheiligste vor Gott treten. Für uns nun gibt es keine Kluft mehr. Wir dürfen alle Zeit vor Gott treten und ihm dienen und ihm begegnen. Beständiges Zugangsrecht. Wir sind ein Königsgeschlecht, das priesterlich ist. Das heißt, wir dürfen alle Zeit vor Gott treten, um ihm zu begegnen, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Hochwillkommen durch Jesus Christus. Wir und unsere Opfer sind hochwillkommen bei dem Vater. Verstehst du, selbst der Geringste und Schwächste in unserer Mitte ist ein königlicher Priester mit unvergleichbarer Würde, der vor Gott steht, ihm begegnet, ihm dient, dem Allerhöchsten, mit ihm eine innigste, vertrauteste Gemeinschaft pflegt. Das hilft uns vielleicht, ein wenig mehr Respekt voreinander zu haben, ein wenig mehr Hochachtung voreinander. Es lässt sich gar nicht in Worte fassen, welch unbeschreibliche Würde uns zuteil wird. Petrus fährt fort, indem er uns eine heilige Nation nennt. Und noch einmal, das ist eine Bezeichnung aus Exodus Kapitel 19. Wir sind eine heilige Nation. Das heißt, Gott hat uns ausgesondert aus allen anderen Nationen. Er hat uns geheiligt durch das Blut seines Sohnes, durch die Innewohnung des Heiligen Geistes, durch seine Heiligung. Wir sind abgesondert und abgeschieden von allen Sünden und allen Gottlosen, aller Völker, um heilig dem Herrn zu leben. Welche Nationen sind heute hier in unserer Mitte vertreten? So Deutschland, Amerika, England, China, Bulgarien, Kolumbien, Russland, Österreich und sicherlich habe ich noch welche vergessen. Merkt ihr, wir könnten uns eigentlich International Baptist Church nennen. Wir sind eine internationale Gemeinde. Aber wisst ihr was? Nationalität spielt überhaupt gar keine Rolle in unserer Gemeinde. Nationalismus hat keinen Raum bei uns, denn das Wunder ist ja gerade, wir sind eine Nation geworden. Wir sind eine heilige Nation mit unserer eigenen Geschichte, mit unserer eigenen Kultur, unserer eigenen Lebensweise. Wir bilden tatsächlich eine neue ethnische Identität, eine heilige Nation Gottes. Und Petrus nennt nur noch den vierten Ehrentitel. Wir sind ein Volk zum Besitztum. Wir eine unzählige Volksmenge, wir haben eines gemeinsam, wir gehören Gott. Volk des Besitztums. Das Wort Besitztum meint eigentlich etwas, was man erworben hat, was man erkauft hat und was darum rechtmäßig das Eigentum ist, was man besitzt. Gott gehört alles, rechtmäßig. Er hat alles geschaffen, aber nur uns, ihr Lieben, nur uns hat er erkauft. Nur für uns hat er einen Preis bezahlt, und zwar einen unendlich großen. Wir haben das gelesen in Titus Kapitel 2, Vers 14, erinnert euch. Da heißt es, Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Er hat teuer bezahlt, er hat sich selbst hingegeben und darum sind wir wertvoll und teuer und kostbar in seinen Augen. In Zephania Kapitel 3, da spricht Gott davon, wie er sich freut über sein Volk, über seine Gläubigen. Und da spricht der Herr, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte und ein Held, der rettet. Er freut sich über dich, und jetzt hör einmal, er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Der Herr freut sich über seine erkaufte Gemeinde mit großer Fröhlichkeit. Ihr wisst sicherlich, dass wir die vollkommene Verdorbenheit des Menschen predigen und darum auch die vollkommene Verdammungswürdigkeit des Menschen.
Und das musst du sehen und das musst du von Herzen begreifen. Aber du musst auch verstehen, wie sehr sich Gott über sein Volk freut. Und wie herrlich und wunderbar und würdevoll er uns gemacht hat. Petrus sagt uns all das, damit wir uns nicht einlullen lassen von den Sorgen und Ablenkungen dieser Welt und vergessen, wer wir in Wirklichkeit sind und was für eine hohe Berufung wir haben, was für einen herrlichen Stand. Erinnert euch an Simson, der aus unserer Familie stammt. Ein heiliger Mann, ein Nazaräer, ein Richter für das Volk, der große Siege hätte erringen können für unser Volk. Doch er lässt sich einlullen von der Welt, sodass er ganz vergessen hat, wer er eigentlich ist und was seine große Berufung ist. Er erlitt geistliche Amnesie. Er liegt dort schläfrig und betört in den Armen Delilas. Und die meiste Zeit seines Lebens hatte er überhaupt keinen Nutzen für unser Reich, für unser Königreich, weil er nicht gemäß seiner hohen Berufung gelebt hat. Und Gott musste ihn erst schmerzhaft wieder aufwecken und züchtigen, damit er endlich seinen Auftrag erfüllt. Erkenne deinen hohen Stand, deine edle Berufung. Erkenne, welch herrliche Identität du hast, dass du zu dem auserwählten Geschlecht der Christen gehörst. Du solltest leben darin. Aber wisst ihr, Petrus sagt uns das hier alles nicht, um irgendwie zur Selbstbeweihräucherung zu kommen, wo wir irgendwie stolz wären und hochnäsig durch diese Welt laufen und andere Menschen irgendwie herablassend behandeln, weil wir schließlich etwas Besseres sind. Nein, Petrus schreibt das an Menschen, die wie Dreck behandelt wurden. Fremdlinge, die nicht wie Könige behandelt wurden, sondern so behandelt wurden wie unser König selbst. Verworfen. Auf den Schutthaufen damit. Petrus schreibt das, damit die, die wie Dreck in der Welt behandelt werden, getröstet werden. Und damit wir angespornt werden, tatsächlich in unserer heiligen Berufung zu leben. Und er schreibt das sicherlich auch, damit du heute Morgen mit tiefer Dankbarkeit erfüllt wirst. Dass du auf dein Angesicht fällst und den Herrn dafür lobst, was er aus dir gemacht hat. Und darum zweitens, warum sind wir denn, was wir sind? Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. In dreifacher Weise wird hier unser eigentlicher Zustand beschrieben. Wir waren in Finsternis, wir waren einst nicht ein Volk und wir haben einst nicht Barmherzigkeit empfangen. Das ist, was wir eigentlich in Wirklichkeit sind, Bewohner der Finsternis. Ja, wir, dieses herrliche Herrschergeschlecht, das leuchten wird wie die Sterne am Himmel, ja, wie die Sonne in ihrer Pracht. Wir waren einst was aus uns selbst? Tiefste Finsternis. Da ist in uns selbst nichts, was zu rühmen wäre. Kein Glanz, keine Glorie, nur Finsternis. Gott ist Licht, wie Johannes schreibt, und es ist gar keine Finsternis in ihm. Wir sind Finsternis und es ist gar kein Licht in uns. Wir lebten ohne Gott, ohne Christus, ohne Hoffnung in dieser Welt. Es war nur Böses in uns, vollkommene Unkenntnis, vollkommene Unfähigkeit, das Gute zu tun. Eine interne Finsternis, nur Böses, düster und dunkel und eine externe Finsternis unter der Herrschaft der Finsternis des Bösen, kontrolliert vom Satan. Denn die ganze Welt liegt im Bösen. Doch dann kam der Ruf. Der Ruf, es werde Licht. Der Vater hat uns gezogen zu seinem Sohn. Wir wurden gerettet aus dieser Finsternis und versetzt in sein Licht. Wie es heißt in Kolosser Kapitel 1. Dem Vater Dank sagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet
aus der Macht der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Durch Christus sind wir im Licht, und schaut, wie Petrus dieses Licht nennt. Und jeder von euch, der in diesem Licht ist, der weiß das. Er nennt es wunderbares Licht. Ein Licht, das uns zum Staunen bringt. Ein Licht, das uns ergreift, worüber wir jubeln. Ein wunderbares Licht. Gott lässt sein freundliches Angesicht über uns leuchten und erfüllt unser Herz mit Jubel und Freude. Ein wunderbares Licht. Kennst du dieses Licht? Lebst du in diesem Licht, vor seinem Angesicht? Die ihr einst versehen, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das ist ein Verweis auf den Propheten Hosea, der einst über das Nordreich Israel prophezeite, und weil Israel abfiel, werden dann in Hosea Kapitel 2 zwei Gerichtsnamen genannt in Bezug auf Israel. Über Israel wird gesagt, du bist nun Lo-Ruhama, das heißt nicht erbarm. Lo-Ruhama, denn ich erbarme mich künftig über das Haus Israel nicht mehr, sondern nehme ihnen mein Erbarmen völlig weg, spricht der Herr. Und du bist Lo-Ami, das heißt nicht mein Volk, denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer Gott sein. Dann aber blättern wir weiter in Kapitel 3. Erbarmt sich Gott wieder über sein Volk. Und da lesen wir dann in Vers 25, ich will mich über Lo-Ruhama erbarmen. Und ich will zu Lo-Ami sagen, du bist mein Volk, und ich werde, und ihr werdet sagen, und er wird sagen, mein Gott. Vor unserer Bekehrung hatten wir kein Erbarmen und waren nicht Gottes Volk. Nun aber erbarmt sich Gott über uns. Er schenkt uns, dass wir sein Volk sein dürfen. Er schenkt uns sein Erbarmen, man könnte auch übersetzen sein Mitleid. Er schenkt uns seine unverdiente Gnade, sodass wir nun sein Volk sind. Halten wir also fest, niemand von uns hat es verdient, dass wir so herrlich erhaben in dem Stand der ewigen Königskinder Gottes erhoben sind. Keiner von uns. Es ist unverdiente Gnade, so wie wir singen in dem Lied von Philipp Friedrich Hiller. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Hast du diese Barmherzigkeit erfahren? Kennst du sie? Dann rühme die Barmherzigkeit. Und so lass mich abschließend fragen, warum tut Gott all das? Warum erwählt er uns elende Sünder und neigt sich uns zu und erbarmt sich über uns und adelt uns so in den höchsten Stand der ewigen Kinder Gottes in Herrlichkeit, wir Sünder sind? Warum? Wozu? Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Wozu? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wozu hat Gott das an uns getan? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Wir sollen erzählen, verkündigen, es öffentlich machen, es sichtbar demonstrieren, darstellen, präsentieren. Ja, was? Gottes Tugenden. Das Wort meint so viel wie seine Wohltaten, seine Großtaten. Man könnte auch übersetzen seine Exzellenz, seine Vorzüglichkeit, seine Vortrefflichkeit, sein lobenswerter, ehrenwürdiger Charakter, seine unfassbar herrlichen Wohltaten, sein Wesen und seine Werke, das, was er an uns getan hat, wie er sich uns offenbart hat. Wir, die wir verdorbene, verdammungswürdige Sünder sind, haben seine Wohltaten, seine lobenswerten Taten an uns erlebt. Und darum sind wir Zeugen seiner Barmherzigkeit, seiner Rettung, seiner Gnade, seiner Menschenliebe und Freundlichkeit. Wir sind Zeugen seiner Herrlichkeit und Heiligkeit.
Denn er hat all seine Wohltaten und all seine Barmherzigkeiten über uns ausgeschüttet. Sein lobenswertes Wesen und seine ehrenswerten Werke, sie werden an uns veranschaulicht. Denk daran, dass Petrus aus Jesaja Kapitel 43 zitierte. Und hier in diesem Kapitel heißt es auch Folgendes. Ich werde zum Norden sagen, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne vom Ferne her und meine Töchter von den Enden der Erde, jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet, ja gemacht habe. Und dann heißt es weiter, mein Volk, mein Auserwähltes, dieses Volk, das ich gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen. Dazu sind wir da, geschaffen zu Gottes Ehre, um seine Ruhmestaten kundzutun. Wir sind lebendige, ewige Monumente, Denkmäler seiner Ehre, seiner Großtaten. Dazu sind wir da. Denn wie sonst hätte man Gottes Wohltaten, seine unverdiente große Liebe und Barmherzigkeit und Gnade erkennen können, wenn er sie nicht an uns Sünder erwiesen hätte, wenn es nicht elende Sünder, verdammungswürdige Sünder gegeben hätte, an denen er seine große unendliche Gnade erweisen könnte. Darum sind wir gemacht. Darum sind wir elende Sünder da, dass er sich über uns erbarmen kann, auf dass wir ihn sehen, seine Tugenden bekannt machen, wie wunderbar und herrlich er ist. Wie es heißt im Psalm 71, mein Mund soll erzählen deine Gerechtigkeit, dein Retten den ganzen Tag, denn ich kenne ihre Zahlen nicht, es sind zu viele. Ich will kommen mit den Machttaten des Herrn, Herrn. Ich will preisen deine Gerechtigkeit, dich allein, Gott, du hast mich unterwiesen von meiner Jugend an und bis hierher verkündige ich deine Wundertaten und auch bis zum Alter, ja bis zum Greisentum. Verlass mich nicht, Gott, bis ich verkündige deinen Arm der künftigen Generation, allen, die kommen werden, deine Macht und deine Gerechtigkeit, Gott, bis zur Höhe, der du große Dinge getan hast, Gott. Wer ist wie du? Ist dein Herz so erfüllt von den Ruhmestaten Gottes? Verstehst du, dass das der Sinn deines Lebens ist? Gott die Ehre zu geben durch das, was er an dir getan hat. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib die Ehre wegen deiner Gnade und wegen deiner Treue. Und was nun tun wir, wenn wir zum Herrenmahl kommen? Verkündigen wir nicht auch im Herrenmahl die Wohltaten des Herrn? Seine größte Wohltat, dass er uns seinem Sohn gegeben hat, heißt es nicht in 1. Korinther Kapitel 11, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir verkündigen die Wohltaten, die Tugenden des Herrn, indem wir uns versammeln und gemeinsam treten an unseren Familientisch, an die Tafel des Königs, aus dem Kelch des Königs zu trinken, mit ihm zu speisen und die Wohltaten des Herrn zu demonstrieren, seine Gnade im Angesicht unseres Königs. Darum komme zum Tisch des Herrn heute nicht stolz, sondern demütig und bitte ihn von Herzen, wenn du doch verstehst, in welchem herrlichen Stand du geadelt wurdest, dann verstehe, dass du demütig heute kommen musst. Nicht stolz, nicht hochnäsig, weil du bist, was du bist, sondern demütig, weil du noch so wenig bist, was du eigentlich sein solltest. Demütig, weil du auch in der letzten Woche unter geistlicher Amnesie gelitten hast. Und wenn es auch nur für einige Minuten war, dass du Dinge getan hast, die deiner Berufung, deines Standes so unwürdig sind, dass du unter geistlicher Gedächtnisstörung gelebt hast und dich hast einlullen lassen, sodass du vergessen hast, wer du in Wahrheit bist, königlicher Priester, der dazu da ist, um Gottes Herrlichkeit, seine Tugenden bekannt zu machen. Bitte ihn herzlich um Vergebung. Bitte ihn um Vergebung, aber bitte ihn auch darum, dass du auch in den kommenden Tagen im vollen Bewusstsein deiner wahren Identität lebst. Möge der Herr sich über uns erbarmen und uns stärken, dass wir leben als sein Volk, leben in seinem wunderbaren Licht und seine Tugenden bekannt machen. Denn er ist wert, dass man ihn ehrt. Gepriesen sei sein Name. Amen. Amen.